Ein wichtiges Element im Marathontraining ist die Ernährung. Und auch da möchte ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Was kann man richtig machen? Was kann man falsch machen? Zunächst einmal, was kann man falsch machen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf keinen Fall irgendwelche Experimente eine Woche vor eurem großen Lauf macht. Versucht einfach, die Ernährung vielleicht wie bisher beizubehalten. Ich empfehle immer eine ausgewogene Ernährung und gerade vor dem Marathon ist natürlich wichtig, dass die Kohlenhydrate-Speicher aufgefüllt sind. Deshalb esst gerne kohlenhydratreiche Nahrung, nehmt viele Eiweiße zu euch und gerne auch Mineralien, die ihr in Form von Apfelschorle zu euch nehmen könnt. Einen Tag vor dem Marathon gibt es ja mal die sogenannte Pasta-Party. Schaut gerne mal da vorbei. Ansonsten empfehle ich gerne ein Müsli oder eine Banane, damit euer Darm auch richtig in Schwung gebracht wird und morgens dann einen Tag danach, nach der Pasta-Party oder nach dem Abend, dann auch fit für den Marathon ist. Ganz wichtig, lauft bitte nicht auf nüchternen Magen los, denn das kann schnell in die Hose gehen. Das ist fast schon lebensgefährlich. Deshalb würde ich euch raten, 3 Stunden vor dem Lauf die Nahrung zu euch zu nehmen, auch da gerne kohlenhydratreich zu essen, auf keinen Fall Fette zu euch zu nehmen, gerne auch auf den Kaffee zu verzichten und dann kann gar nichts schiefgehen beim Marathon. Ja, und wie sieht es mit der Zeit nach dem Marathon aus? Ganz wichtig, nach dem Marathon ist euer Körper erstmal ausgesaugt. Das heißt, die ganzen Speicher sind leer. Da ist es wichtig, direkt nach dem Marathon gerne viel Kohlenhydrate aufzunehmen, weil die Muskelenzyme bereit sind, dann Glykogen zu produzieren. Das heißt, direkt nach dem Marathon solltet ihr gerne kohlenhydratreiche Nahrung zu euch nehmen. Des Weiteren ist es wichtig, dass der Salzhaushalt wieder in Einklang gebracht wird. Also esst gerne natriumreiche Nahrung. Ebenso möchte ich hier nochmal Mineralien empfehlen. Mineralien habt ihr zum Beispiel in der Apfelschorle, trinkt also gerne auch nach dem Lauf vielleicht ein alkoholfreies Weizenbier oder eine Apfelschorle, dann könnt ihr auch dafür sorgen, dass die Mineralienspeicher wieder aufgefüllt sind. Ich drücke euch ganz doll die Daumen beim Haspa-Marathon und hoffe, ihr macht ernährungstechnisch alles richtig.